Aber diese Warnwestenfahrer, sorry Leute, aber ich find's affig. Ich kann halt irgendwie nicht verstehen, warum man so ein Kackding trägt. Guten Tag, meine Freunde. Bin gerade von der Arbeit. Hab gerade noch einen Teil für das Auto von meiner Frau abgeholt, was ich gleich noch einbauen muss. Radlagerträger oder wie sich der Kram nennt, wurde ein neues Radlager eingepresst. Und den ganzen Kram darf ich dann gleich einbauen. Jetzt gehe ich gleich noch einen kleinen Freund füttern. Den stelle ich euch gleich noch vor. Ich habe da ein klitzekleines Thema vielleicht für heute, oder habe ich für heute, und zwar, ich sehe oft auf Instagram 1000 PS oder YouTube 1000 PS, ich glaube, den Kanal kennen, glaube ich, verdammt viele. Da werden viele Motorräder getestet und gefahren, und auf Instagram sind da auch schon mal ein paar lustige Memes, die gepostet werden, also Geschichten. Und habe ich letztens auch ein richtig geiles Foto gesehen, was die gepostet haben. So ein, ich glaube, BMW GS Starter Set. Und was mir direkt aufgefallen ist, da waren natürlich mehrere Punkte. Und natürlich die gelbe Warnweste dabei. Und das sehe ich auch oft auf der Straße, dass viele Motorradfahrer eine gelbe Warnweste tragen. So eine ADAC-Warnweste oder irgendwie sowas. Jetzt nichts Spezielles für wirklich fürs Motorrad, sondern so eine 5-Euro-Warnweste da. Ich kann halt irgendwie nicht verstehen, warum man so ein Kackding trägt. Ich meine, klar, du wirst dadurch viel mehr gesehen, aber andersrum, die Warnwesten sind doch eigentlich dafür konzipiert, sie sind doch eigentlich dafür da, zum Beispiel Fahrschulmotorräder oder auf der Autobahn oder auf der Straße, wenn ein Unfall passiert ist, dass man die tragen soll. Also für mich signalisieren die eher Gefahr, dass man da aufpassen soll und nicht Motorradfahrer, um die Sicht zu verbessern. Oder dass man die Motorradfahrer besser sieht. Also ich finde das irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht. Motorradfahren ist kein ungefährliches Hobby, sage ich ganz klar. Ich habe ja auch schon einige Unfälle gesehen und auch schon einen miterlebt. Da vielleicht erzähle ich mal darüber. Oder einen selber gehabt, sagen wir mal so. Aber trotzdem finde ich, wenn man doch so Angst hat, dass man eine Warnweste tragen muss, weil man Angst hat, übersehen zu werden, dann, also das ist nur meine persönliche Meinung, ich möchte auch niemanden angreifen, falls jemand gerade das Video schaut und so ein Mensch ist, der so eine Warnweste trägt. Wenn du dich damit besser fühlst, okay, das ist ja, irgendwo kann ich, naja, was heißt verstehen, nicht, aber meine Meinung ist, wenn man doch so viel Angst davor hat, übersehen zu werden und sich keine Motorradkleidung leisten kann, die schon Reflektoren irgendwie an sich hat, dann lass es sein, dann bleib zu Hause auf der Couch sitzen. Ist meine persönliche Meinung. Also ich sehe das so. Es gibt so viele, oder eigentlich fast alle Klamotten, in meiner anderen Jacke habe ich hier auf der Seite so einen ganz leichten, ungefähr vielleicht so dick wie diese Naht hier, so einen orangen Streifen, und der reflektiert total stark, sobald da Licht drauf kommt oder auch im Dunkeln. Es gibt auch andere Jacken, die wo du mehr Reflektoren drin hast, und sogar Reflektoren, die du gar nicht siehst, die sind mittlerweile sogar schwarz. Auch für am Helm dran gibt es so einen Kram. Ich glaube, in Frankreich musst du sogar so Reflektoren an deinen Helm dran kleben. Und da gibt es schwarze, die siehst du gar nicht. Und sobald halt Licht drauf scheint oder Sonne, dann reflektiert das halt und erfüllt dann seinen Zweck. Aber diese Warnwestenfahrer, sorry Leute, aber ich finde es affig. Man sollte die Dinger wirklich nur tragen, wenn wirklich jetzt, ich sage jetzt mal, hier ist ein Unfall passiert, hier stehen Leute rum und die haben eine Warnweste an. So, damit man auch sieht, oh, die Leute, die stehen, könnten auf der Straße laufen, wo eigentlich jetzt keiner sein soll, genau wie auf der Autobahn. Aber so beim Motorradfahren finde ich es ganz ehrlich affig. Meistens grüße ich so welche Motorradfahrer auch nicht. Nee. Weil ich finde, klar, wir teilen irgendwo auch das gleiche Hobby, aber wie gesagt, wenn man so viel Angst hat, dann bleibt zu Hause. Ich bin zumindest kein Befürworter von dieser Mode, von diesen ADAC-Westen.
also vorhin auf der Autobahn wollte ich jetzt irgendwie die Kamera nicht anmachen, weil es war einfach nur 50 Kilometer geradeaus, war mir zu öde. Und dann war es auch noch am Pissen, ich bin auch noch nass geworden. Ich war jetzt nur eben schnell zu Hause und habe das Teil von dem Auto weggebracht. Das hat mich nämlich das Thema so ein bisschen gewurmt. Damit meine ich jetzt aber auch wirklich die Motorradfahrer, die wirklich so eine billige ADAC- oder Baumarktweste sich drüber ziehen. Ne? Die dann ganz normal da drauf sitzen und auch bei jedem Blatt, was kommt, abbremsen und also so wirklich ängstlich auch fahren und auch dementsprechend am besten noch mit Koffer hinten dran und Medikit drin und all so Geschichten. Ich dichte jetzt gerade ein bisschen dazu, keine Ahnung, ob das so ist, aber so stelle ich mir das zumindest vor. Ja, nur so welche meine ich auf jeden Fall. Nicht jetzt die wirklich schöne Protektorjacken tragen, wo auch diese Reflektoren schön eingearbeitet sind und so was, weil da gibt es richtig schöne Sachen. Auch wenn ich es optisch jetzt nicht schön finde. Ich bin mehr so der Schwarztrager, schwarz und rot. Ja, ich bin froh, wenn man mich nicht sieht. Ja, nee, aber da gibt es halt deutlich schönere, wie soll ich das sagen? Also schönere Lösungen und auch funktionalere Lösungen als diese Kackwarnwesten. Weil ich glaube, die sind doch tatsächlich nur dafür eigentlich gemacht, bei Unfällen oder ja, in der Fahrschule sieht man die öfter. Aber ich glaube, da, also mittlerweile sieht man dabei auch schon etwas stabilere und die sehen auch schon was stylischer aus. Zumindest bei einigen. Viele tragen auch immer noch diese Billigdinger da. Aber bei Fahrschule, da kann ich das auch verstehen, weil das sind Fahranfänger. Da muss man einfach auch drauf aufpassen. Du weißt halt nie, was die gerade machen und wie weit die schon sind. Und da finde ich es auch vollkommen okay. Ich musste das damals nicht tragen. Das weiß ich noch. Da war sowieso irgendwie alles egal. Aber da finde ich es auf jeden Fall in Ordnung. So, dann mache ich jetzt mal hier einen Cut. Sehen wir uns gleich bei meinem kleinen Freund wieder. Sag mal hallo. Sag mal hallo. Hallo! Darf ich vorstellen, Scotty Mephisto K. Hast du Hunger? Scotty? Hast du Hunger? Du darfst doch zuhören, was ich was sage! Lecker, lecker, lecker. Guck mal, Scotty. Lecker! Und wer von euch hat da auch Hunger drauf? Essenszeit. Ich war noch eben im Baumarkt, brauchte noch ein paar Schrauben. So, Katze ist auch gefüttert. Dann kann ich ja gleich das Auto zusammenflicken. Oh, seit wann ist denn hier eine Pommesbude? Ja, auch nicht schlecht. Wenn kein Zug fährt, laufe ich eben über das Gleis. Ja, sonst zum Thema Warnwesten. Glaube ich, habe ich jetzt eigentlich nichts mehr. Habe ich auch vorhin alles schon gesagt. Wie gesagt, ich kann das nicht so wirklich... Oder ich find's ein bisschen affig, sagen wir mal so. Ein bisschen verstehen kann ich's, aber... nee, ich find's affig. Ich habe sogar jemanden gesehen, der ist in so Römer-Sandalen gefahren. Kurze Hose. Hatte dann irgendwie so eine Daunen-Weste an und darüber dann die gelbe ADAC-Weste. Ich dachte mir, boah, ist das dein Ernst? Ja, ist auch so eine Yamaha FXJ oder irgendwie sowas gefahren. Das sind meistens so welche Eierköpfe, die sowas fahren. Oder BMW GS-Modelle und ach, was weiß ich nicht, diese komischen Motorräder da. Aber irgendwie gibt es auch nur zwei Lager. Ich kenne so viele, die genauso denken wie ich. Und dann gibt es wahrscheinlich, ja, muss es ja, sonst würde die Fahrer ja nicht geben. Und dann gibt es halt die, die eben so komisch durch die Gegend eiern. Und teilweise eiern die auch. Das ist kein richtiges Motorradfahren, was die machen. Dann sage ich bis dahin, bleibt schön auf eurem Bock drauf. Und wir sehen uns dann wieder. In alter Frische. Frisch ist es sowieso jetzt gerade. Ich habe heute Morgen die Eier abgefroren. Waren 6 Grad. Ja, in den Sommerhandschuhen war es natürlich ziemlich geil. Ja, dann haut rein, Leute.